Hallo, hier ist wieder Holger mit deinem Podcast Finanzen, Lernen, Planen, Leben. Der Podcast von und mit Holger Nentwick. Zwei meiner Lieblingszitate, so heißt der Titel des heutigen Podcasts. Ich liebe Zitate. Warum? Weil sie bergen viel Wahrheit, Lebensweisheit und sie bringen mich unglaublich weiter und haben mich unglaublich weitergebracht in meinem Leben. Du kennst mit Sicherheit auch das ein oder andere Zitat und ich höre das immer auch wieder in Gesprächen mit Freunden, Bekannten, Netzwerkpartnern etc., die mir dann auch schon mal Zitate sagen. Die schreibe ich mir auch sehr, sehr gerne auf. Ich sammle solche Zitate schon mal oder Stories, die mir Menschen erzählen, weil es ist faszinierend und spannend. Und die sagen auch, hey, daraus habe ich das und das gelernt. Also möchte ich heute mal zwei meiner Lieblingszitate, ich habe viele mehr, aber zwei, die mir jetzt so ganz spontan auf der Zunge liegen, mit dir teilen. Das erste heißt, du scheiterst nicht an deinen Mitbewerbern, sondern an deiner Unbekanntheit. Das ist natürlich ein Zitat. Für wen ist das sinnvoll? Für mich sowieso. Ich bin ja selbstständig, ich bin unternehmerisch tätig. Unternehmer-Dasein heißt, ich unternehme etwas, denn sonst würde ich Unterlasser heißen. Auch wieder ein schöner Satz. Also du merkst, wenn ich einmal anfange, über sowas zu sprechen, da fällt mir das eine oder andere noch dazu zusätzlich ein. Erstens, diesen Spruch habe ich bei Dirk Kräuter gehört, damals vor drei Jahren auf der Vertriebsoffensive. Das ist eine ganz coole Veranstaltung, 2 Tage. Für ganz kleines Geld kriegst du richtig, richtig viel Know-how. Ich muss sagen, ich habe schon viele Vertriebsveranstaltungen mitgemacht und Schulungen gemacht, habe viele Bücher auch schon gelesen. Was der Dirk da in den 2 Tagen von der Bühne runterrockt, richtig hammergeil. Und wenn es nur ein paar Sätze sind, ein paar Ideen, das hat mich unglaublich immer wieder weitergebracht. Du scheiterst nicht an deinen Mitbewerbern, sondern an deiner Unbekanntheit. Naja, einer, der jetzt im Privatbereich sagt, hey, ich bin Privatmann, was interessiert mich das, ist nicht mein Thema, hör aber trotzdem zu. Auch im Privatbereich. Manche Leute sagen, hey, ich lerne ja kaum Leute kennen, ich habe keine Kontakte und so weiter. Naja, wenn du unbekannt bist, kannst du auch keinen kennenlernen. Das gilt im Privatbereich. Du willst neuen Partner, Partnerin kennenlernen, aber auch du willst neue Geschäftskontakte haben, wenn du im unternehmerischen Bereich tätig bist oder, naja, du bist in einer Position in einer Firma, fühlst dich nicht mehr wohl, du möchtest dich anders orientieren. Du, wenn dich kein Schwein draußen kennt, kann dich auch keiner fragen. Da musst du dich bewerben und du wirst nicht gefunden, sondern du musst selbst suchen. Das ist auch ganz interessant. Wenn du erfolgreicher sein willst in deinem Leben, sei es privat oder unternehmerisch oder im Business, na klar, du musst in deiner Bekanntheit arbeiten. Tue Gutes und rede darüber. Wer sind die bestbezahltesten Leute? Nicht die, die das meiste Know-how haben, sondern die, die sich immer wieder ins Gespräch bringen, die immer wieder ajour sind, die immer wieder präsent sind, die immer wieder mit neuen Ideen kommen, die sich immer wieder zeigen, engagieren und irgendwo, sei es auf den Social Medias, in Gesprächen, Diskussionen mit Ideen immer wieder ja in erster Reihe stehen, immer wieder was Neues von sich geben. Das heißt also, hey, arbeite daran, dass du bekannt wirst. Da gibt es natürlich die verschiedensten Methoden. Das macht jeder auf seine Art und Weise. Für mich in meinem Business war es ja der Podcast, wo ich seit 2 Jahren 2-mal in der Woche den Podcast raushaue. Habe ich super viel gelernt, habe ich auch eine Folge zugemacht. Das kannst du dir auch mal anhören, wie sich das Ganze ergeben hat. Hochspannend, da habe ich sehr, sehr viel Bekanntheit aufgebaut, Netzwerke aufgebaut. Das heißt, Mitbewerber hatte ich vorher eh nicht. Wer sind meine Mitbewerber? Ich bin in einem sehr speziellen Bereich unterwegs. Da gibt es nicht viele Leute in Deutschland, die so arbeiten wie wir als GFMS Nentwick. Nach dem Motto, das ganzheitliche Vermögensaufbau, Vermögenssicherung, Vermögensnachfolge. Das findet man sehr, sehr selten. Und da wir die beiden Bereiche Beratung auf Honorarbasis, das heißt, wenn man mich einkauft, kostet das Geld. Da musst du für bezahlen, das ist nicht kostenfrei. Ist aber auch ganz klar, dafür gibt es kein Produkt aufs Auge gedrückt. Wenn irgendwelche Leute sagen, hey, ich mache das alles kostenfrei, aber da musst du bei mir ein Produkt kaufen. Also so ist ausgeschlossen, dass irgendein Scheiß verkauft wird, der nicht passt für meinen Unternehmer, für meine Unternehmerin, die ich berate. Und wenn es um Produkte geht, machen wir auch den Bereich Produktvermittlung, weil gerade im Bereich
Vermögensgestaltung, Erben, Schenken, optimale steuerliche Gestaltung sind für mich Produkte, Mittel zum Zweck. Ich muss die drauf haben und ja, mache ich gerne und ja, damit verdiene ich auch richtig gutes Geld. Aber Voraussetzung ist, ich verdiene nur das richtig gute Geld, weil ich für meine Zielgruppe damit tolle Leistung bringe. Das zeigt mir die Zufriedenheit, sonst hätte ich da keinen Erfolg. Also es war meine Art, mich bekannt zu machen und deshalb liebe ich diesen Spruch. Es geht nicht darum, nach außen sich zu fokussieren, ey, wer ist auf dem Markt unterwegs, wer hat mir den Umsatz weggenommen? Nein, andere nehmen dir eigentlich keinen Umsatz weg, du nimmst ihn dir selbst weg. Ups, Holger, was meinst du denn jetzt damit? Natürlich, ich habe doch den Auftrag an den Mitbewerber verloren. Mein Patient ist woanders gegangen. Mein Kunde hat dort anders im Prinzip das Business gemacht. Und, und. Jo, so wirkt es auf den ersten Anschein. Aber kannte dich der Kunde? Kannte der Kunde dein Konzept? Und bist du so fokussiert, dass du weißt, wer ist dein Kunde? Was braucht er? Kannst du verkaufen? Kannst du gut beraten? Hast du wirklich ein Produkt, eine Dienstleistung, die dem Kunden auch Nutzen bringt? Fokussiere dich darauf. Und dieses Fokussieren heißt immer, was kann ich, wer bin ich, welche Zielgruppe bediene ich, mit welchem Produkt oder Dienstleistung, was kann ich für einen Nutzen meiner Zielgruppe bieten? Und die Zielgruppe kann auch für den Angestellten der Chef sein, die Mitarbeiter sein. Das ist auch deine Zielgruppe. Auch die musst du bedienen. Wenn du die nicht gut bedienst, ja, was passiert dann? Kommunikationsprobleme, Ärgernisse, keine Beförderung mehr oder tschüss, ich versuche es mal ohne dich etc. Auch das ist wichtig. Es geht also nicht nur darum, bist du selbstständig oder angestellt oder auch in der Familie. Auch wenn du da nicht richtig kommunizierst und dich so bekannt machst, was will ich? Und kommunizierst das auf eine wertschätzende, transparente Art und Weise rüber, dann weiß auch deine Family nicht, wer du bist, was du willst. Auch dann bist du ein Unbekannter und du wirst nicht beachtet in den Entscheidungen der Leute, mit denen du zu tun hast. Jo, das war also das erste Lieblingszitat. Das zweite, ich werde ja sehr oft gefragt, hey Holger, gib mir mal einen Tipp, was sind die beste Investition, das mit Finanzen zu tun? Diese Fragen, die liebe ich. Die liebe ich in Anführungsstrichen, weil das ist auf gut gesagt Bullshit. Das ist die Frage, gib mir mal einen Tipp nach schnell reich, ein Geschäft, ich habe ausgesorgt. Nee, so einfach ist das Leben nicht. Es gibt keine Geheimtipps, sondern die Leute, die Geld haben, die Erfolg haben, tun was dafür. Die haben eine ganz klare Strategie dafür. Deshalb, wenn mich einer fragt, Holger, was sind die beste Investition? Dann antworte ich immer, hey, deine beste Investition ist in dich selbst. In dich selbst. Was kannst du in dich investieren? In dein persönliches Wachstum, was deine persönlich angeht, in deine rhetorischen Fähigkeiten, deine Konzentrationsfähigkeiten, in deine sprachlichen Fähigkeiten, deine verkäuferischen Fähigkeiten, in dein Know-how, das du für deinen Beruf brauchst, etc. Wie kann ich mehr Kunden kennenlernen? Wie kann ich vor allem Kunden besser zufriedenstellen, etc. Alles, was du darin investierst, wo du persönlich wächst, dieses Wachstum kannst du weitergeben an deine Zielgruppe, an deine Mitarbeiter, an deine Kollegen, an deine Vorgesetzten, an deine Kunden, Patienten oder whatever, wie du deine Leute nennst, aber auch an deinen Partner, deine Partner, deine Kinder. Auch da ist Wachstum unglaublich wichtig. Deshalb ist es für mich wichtig, immer mit offenen Augen durch die Welt zu gehen. Das fängt an mit ganz kleinen, banalen Beispielen. Ich war mit einem Mandanten Essen, Zahnarzt, bei der Praxisübernahme geholfen, coach ihn noch weiter ein bisschen, abgesehen vom finanziellen Bereich, was ich mit ihm gemacht habe. Wir sitzen beim Essen, werden bedient von einem Kellner, der kam daher geschlurft, dauerte lange, bis die Bestellung aufgenommen hat. Und Getränkebestellung, dann haben wir gegessen, er kommt dann wieder, fragt, was gibt's zu trinken, geht dann weg und dann sage ich zu meinem Gegenüber, hey Martin, ist dir was aufgefallen? Wie meinst du denn das? Der Kellner. Ja, der ist nicht so motiviert. Sag ich, yo, richtig. Was ist dir genau aufgefallen? Ja, weiß ich nicht. Du, der hat beispielsweise, wir haben zu Ende gegessen, er hat nicht gefragt, möchten Sie noch was haben?
Darf ich Ihnen noch etwas bringen? Möchten Sie vielleicht einen schönen Nachtisch haben oder einen Kaffee, einen Espresso oder Cappuccino trinken? Das heißt, er hätte dann im Prinzip Zusatzgeschäft machen können. Da hätte sich sein Arbeitgeber sicherlich drüber gefreut. Und der Kunde sagt vielleicht, hey, der ist aufmerksam, der ist an meinem Wohl interessiert, dann wird sich das vielleicht auch im größeren Trinkgeld durch ein größeres Trinkgeld nachher bemerkbar machen. Aber der ist dann weggelatscht. Er sagt, ja, können wir noch was? Der kam am Tisch, guckte so, alles okay, war seine Frage. Wahnsinn, alles okay. Ja, nein, kann man drauf sagen. Also, können wir noch was zu trinken haben, das und das? Okay. Dann geht er mit leeren Händen weg, sagt er zu Martin, ist dir aufgefallen? Der macht das, was man in der Gastronomie eigentlich machen sollte, falsch. Da gibt es so einen Spruch, keinen Gang in die Küche zurück, in die Küche zurück, ohne mit leeren Händen. Ja, der muss dreimal laufen, weil er blöd ist, auf gut Deutsch gesagt. Sagt er, Martin, du achtest aber auf so Kleinigkeiten. Sag ich, ja, genau so ist es doch. Und wenn du das auch in deinem Unternehmen machst, einfach bewusst darauf achten, was machen Menschen, wie sind sie drauf, hey, das ist auch eine Investition in dich selbst, weil du lernst, auch aus dem Tun oder hier in dem Beispiel aus dem Nicht-Tun anderer Leute, was bedeutet das für mich, für mein Unternehmen, für meine Familie, also immer wieder, das ist nicht nur auf Unternehmen, das Geschichten, was ich hier erzähle, fokussiert, da kannst du, dein ganzes Umfeld kann dadurch partizipieren. Also, zusammenfassend, das zweite Lieblingszitat, meine beste Investition ist immer in mich selbst. Und da mal zum Thema Geld. Ich bin immer wieder erstaunt, wenn dann Leute im Gesprächen, letztens so ein Business grillen, und da unterhielt man so, der eine macht Mentoring für 18.000, der andere macht eine Speak-Ausbildung für 10.000, ich habe meine NLP-Master-Coaching-Ausbildung für ungefähr 15.000 Euro gemacht. Ja, das kostet Geld, Zeit, Reisekosten, Übernachtungskosten, Abwesenheit im Büro, im Business. Aber hey, das ist für mich eine Investition. Und was ich in mich investiere, eine Investition bedeutet immer, du investierst Zeit, Geld rein und da muss was rauskommen. Dann ist das eine Investition. Eine Ausgabe ist, ich gehe essen, klar, finde ich geil, finde ich super, hast einen schönen Tag gehabt, der Magen freut sich, deine Rezeptoren im Gaumen werden angeregt, Geruch, Schmecken und so weiter, wunderbar, finde ich auch ganz toll, aber das ist eine Ausgabe, hast Spaß und Freude gehabt, aber das ist jetzt nicht unbedingt eine Investition in dich, es sei denn, du bist Essensbewerter beim Gumio und vergibst die Sterne und verdienst damit Geld, dann hat das Essen, ist dann eine Investition in dich oder du willst deine Kochkünste verbessern, auch dann ist das eine Investition, weil du da den einen oder anderen Trick mitbekommst, wie das auf dem Teller toll angerichtet werden kann oder wie man bestimmte Zubereitung macht oder welche Sachen man kombinieren kann. Also wichtig, geh mit offenen Augen durchs Leben, nimm Geld in die Hand und das Geld, was du in dich investierst, statt dir was Schönes zu kaufen, eine Rolex, gut, ist vielleicht auch eine Geldanlage, neues Auto, neues iPhone oder ein paar neue Klamotten, ja, ist auch geil, ist auch schön, aber ist für mich eine Ausgabe. Wichtig ist, das, was du in deine Person durch Weiterbildung, durch Wachstum, durch Fortbildung lernst. Das ist was, das kann dir nie einer nehmen. Es gibt immer so das Beispiel, Unternehmer, die pleite gegangen sind, wenn man die interviewt nachher oder solche Interviews liest oder deren Biografien liest, die haben eins gesagt, das eine, was mir nie einer nehmen konnte, ist mein Netzwerk, das, was ich gelernt habe und die Erfahrung, die ich durch die Insolvenz oder durch den nicht geglückten Versuch meinem Unternehmen oder ein neues Produkt zu lancieren etc. Da bin ich auf die Nase gefallen, aber ich habe so viel draus gelernt und beim nächsten Mal kann ich mit dem, was ich hier draus gelernt habe, wieder neu durchstarten. Und das kann dir keiner nehmen. Alles andere materielle Dinge kann dir jeder nehmen. Dein Haus, dein Auto, deine Frau, dein Mann. Ich übertreibe jetzt vielleicht ein bisschen, aber das kann alles im Leben passieren. Deshalb nochmal, mein zweites Lieblingszitat ist und bleibt, die beste Investition ist immer in mich selbst. Jo, ich hoffe, das hat dir wieder gefallen. Wenn dir das gefallen hat, freue ich mich, wenn du den Link einfach an deine Freunde, Bekannten, Arbeitskollegen oder Netzwerkpartner weiterschickst, denn die haben auch Spaß an diesem Thema oder vielleicht mit dem einen oder anderen Podcast, den ich zu anderen Themen gemacht habe.
Wenn du den Podcast nicht versäumen willst, hey, abonniere ihn doch einfach. Und in dem Sinne, alles Gute, dein Holger.